So, hi Freunde vom Audatino-Kanal. Ja, heute mal wieder vom Bike. Mal wieder, hört auch gut an, ne? Ja, es ist Neujahrsmittag. Nee, nicht Neujahrsmittag. Der 31. haben wir heute. Ah, meine Nase läuft ein bisschen. Ja, ich mache eine kleine Tour. Hab jetzt nicht die ganze Zeit gefilmt. Bin jetzt hier auf dem Weg zur Marxburg. Ja, der Rest war relativ unspektakulär. Geht jetzt hier auch ein ganzes Stück Berg hoch. Ja, und da dachte ich, hol euch mit auf dieser kleinen Tour hier heute mal. Ja, bleibt dabei. Ja, wir müssen gucken, ich war hier noch nie. Da oben in der Ferne sieht man so drei Türme. Kennen auch viele. Kennt man die. Ja, ich bin mit dem Handy am Film. War eigentlich nicht so geplant jetzt hier die Sache, weil wir haben ja eigentlich jetzt so eine kleine YouTube-Winterpause eh schon, Marcel. Und, ja, aber ich dachte, so ganz ohne Video zum neuen Jahr ist dann auch blöd. Deshalb dachte ich mir, mache hier so ein kleines Handy-Video und ja, damit man sieht, dass ich an euch denke, Leute, ne? Damit es euch nicht so langweilig wird, jetzt wo nicht richtig gefeiert werden darf, kann man ja Audatino gucken. Ja, bin jetzt hier schon fast oben. Da vorne ist schon das Parkschild, also zum Parkplatz oben. Ich schalte jetzt gleich mal an und dann zeige ich euch mal den Ausblick. Ja. Der Vater wird noch sportlich, ne? So, hier ist dann normalerweise der Fußweg hoch. Moment. So, Mensch, hier werden wir einen Film drehen. Mit Handschuh geht nicht. Da müssen wir immer so ein kleines Bräuchchen ziehen. Okay. Ja, hier ist ja normal der Fußweg hoch zur Marxburg. So, dann bin ich jetzt schon hier oben angekommen. Ein bisschen in die Pedale treten. Oh, dann werden wir weiterrollen. So, dann seht ihr hier unten mal den Ausblick auf den Rhein. Da gleich. Durch den Stopp, please warten. Wir fahren einfach vorbei. Ja, ich glaube, wir dürfen das jetzt einfach, oder? Ich glaube, die Burg an sich ist zu. Wegen Corona. Ich glaube, sonst hätte man heute hier wahrscheinlich auch was essen können. So, und da unten in der Ferne sieht man dann das Wasser. Habt ihr es sehen können? Ich halte gleich nochmal an. Geht jetzt hier so, ich bin eine ganze Zeit lang jetzt so Serpentinen hochgefahren. Da nehmen wir hier, es ist viel Wald, man kann es ja ahnen, glaube ich. So, hier geht es dann wieder weiter hoch auf die Serpentinen. Nächste Runde. Ja, Papa hat jetzt ein E-Bike. Kann jetzt nicht nur raus und machen, wandern, sondern auch mit dem E-Bike. Ich bin schon immer gerade ein bisschen konzentriert, schon viel Bike gefahren, auch Downhill und so Sachen. Ja, aber ich war nie so der große Berghochfahrer. Ich nehme euch mal gerade wieder vorne auf die Front. Ja, wie gesagt, ich war nie so der große Berghochfahrer. Wollte mir eigentlich auch nie so wirklich, war immer so der Gegner von dem E-Bike. Ne? Hab immer gesagt, ja, wenn ich mal 60 bin oder so, ne, sagt man ja dann immer, dann holt man sich mal eins. Aber es gab jetzt die Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich genutzt über die Firma, wo ich arbeite. Gab es halt die Möglichkeit, dann ein Fahrrad zu bekommen. Das habe ich natürlich genutzt und ja, ab jetzt seit ein paar Tagen, man sieht es ja auch bei Instagram, ich poste ziemlich viel gerade im Moment. Ja, das ist aber auch einfach, weil der Marcel ist im Moment jetzt halt, wie gesagt, der muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe halt frei, der ist im Homeoffice. Ja, wie gesagt, einige wissen ja, dass der ITler ist und deswegen ist das alles gar nicht so einfach. So, ich stelle jetzt mal gerade mein Bike hier irgendwo ab und dann zeige ich euch mal die Aussicht von hier aus. Also
wir haben schnuckelige 0 Grad. Das ist ganz ungewohnt. Mit einer Hand und einem Handy. Gut, mit einer Hand filme ich ja immer, aber nicht so auf einem Handy. Na, hier kann man nochmal gucken. Bäm! Schick, oder? Ja, Vater ganz in Schwarz. Ne? Ganz Ninja-mäßig unterwegs. Und ja, jetzt hier im Hintergrund, das ist Rheintal, der Ort Braubach. Und schön sehen. Ja, der Rhein, das kleine Örtchen. Ja, kleine Örtchen ist gut, also ist schon relativ groß Braubach. Ne? Für ein Rheindorf würde ich sagen, ist schon sehr groß. Ja, da oben ist die Burg, die Marxburg, da fahren wir jetzt hin. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ist eigentlich zu wegen Corona, würde ich sagen. Hier ist eine Treppe, oder gucken wir auch mal. Aha, okay. Also hier ist eine Ruhestätte. Also was man alles so. Das sind alles so Kleinigkeiten, Freunde. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man um die Ecke hat und weiß es gar nicht, ne? Cool, cool. Hier ist ein Familiengrab unter der Burg. Also es scheint auch noch relativ frisch zu sein oder mal gepflegt worden zu sein jetzt. Ja, fahren wir mal das letzte Stück hoch. Hier, kurze Hose und kalt am Hintern vor allem. So, satteln wir die Hühner und auf geht's, weiter geht's. Ich lasse euch mal ein bisschen hier mitfahren. Fragt euch einige, was hat mir da auf der Brust wieder? Ich bin halt so ein Brusttaschenmensch. Ich liebe Taschen und am liebsten Brusttaschen, weil da hast du immer alles sofort griffbereit. Die ganze Handy, Haustürschlüssel, Schlüssel fürs Bike. Eine Mütze habe ich noch mit, ja, eine Maske habe ich mit. Ne, alles hier so in dieser, und ihr lacht jetzt, die habe ich in China bestellt. Ich glaube ein 20 oder so, aber optimal zum Biken. Habe ich eigentlich gedacht, jetzt, wir haben ja nochmal Nachwuchs bekommen. Was heißt nochmal? Also ich und meine Frau haben Nachwuchs bekommen. Und ja, hier ist das Tor offen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie weit man hier rein darf. Wir gucken einfach mal gerade. Ja, Freunde, ich glaube, meine Tour ist hier leider zu Ende. Also hier steht, dass die Burg geschlossen ist. Ja, dass die Burg geschlossen ist, habe ich mir gedacht. Aber ich dachte, man konnte zumindest aufs Burggelände. Hier steht zwar das Tor auf, aber ich weiß nicht, ob wir rein dürfen. Also hier ist ein Schild da vorne hinter dem Tor. Da steht auch mitten auf der Gasse. Also für mich heißt das jetzt hier nicht weiter. Ja, schade. Dann war das noch nicht mal ein Mikroabenteuer, sondern nur ein ganz Mini-Mini-Mini-Mikro. Ja, würde ich euch dann von hier aus einen guten Rutsch wünschen, ein frohes neues Jahr. Einen guten Rutsch brauche ich euch gar nicht wünschen, weil ihr seht das erst nach Silvester. Oder? Ja. Ja, dann wünsche ich euch von hier aus ein frohes neues Jahr und viel Gesundheit und dass wir die Corona-Sache bald überstanden haben und mal Abonnententreffen machen können oder irgendwas, was cool ist. Ich habe so viele Leute, die was Geiles machen wollen. Ja, bleibt gesund, eure Familie und immer schön raus und machen.